ein legendärer roter Doppeldeckerbus, die Tower Bridge und sogar der Big Ben. Sie sind alle Teil der großen Weihnachtsfeier 2023 des Familienunternehmens Fröhling in Stritzing, heuer zum Motto London. Zum einen Danke sagen, danke für die harte und fleißige Arbeit das ganze Jahr. Aber meine Frau und ich sind auch Traditionalisten. Das organisiert meine Frau mit unserer Tochter. Und die wählen auch das Motto aus, das jedes Jahr sehr speziell ist, weil da muss sich nämlich auch die Küche daran halten. Es hat so einen hohen emotionalen Wert für mich. Heute in der Früh sind zwei Arbeiter zu mir gekommen und haben gesagt, Chefin, Sie machen uns jedes Jahr eine Überraschung. Heuer haben wir eine für Sie und haben mir zwei Laternen als Mini-Telefonzelle gemacht. Es ist toll. Ja, wichtig ist natürlich, dass wir alle zusammenkommen. Alle Mitarbeiter aus Frankreich, aus Italien, aus Deutschland. Speziell natürlich auch die Mitarbeiter aus der Region. Und wer hart arbeitet, darf natürlich auch schön feiern. Die imposanten Deko-Elemente rund um das Motto London werden nach Ideen von Ruth Rutterer gemeinsam mit einem Team im Unternehmen umgesetzt. Alles ganz geheim, bis zum Tag der Weihnachtsfeier. Sehr toll, also sehr begeistert, also alles. Also wirklich die ganze Location, also alles vom Feinsten. Man freut sich jetzt ja schon wieder auf die Weihnachtsfeier. Das ist einfach ein Highlight vom ganzen Jahr. Und man geht einer, es ist ja ein Wow-Effekt. Bei dieser Weihnachtsfeier werden die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Bühne geholt. Als Dankeschön für ihre Firmentreue von über 10 bis zu 35 Jahren. Wir dürfen heute wieder über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszeichnen für eine sehr lange Firmentreue. Und das ist natürlich wichtig, um erfolgreich zu sein. Dann kommt das raus, für das Fröhling steht, nämlich ein super Unternehmen mit tollen Produkten und mit den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die haben sich alle so gut entwickelt, wirklich lange Jahre. Wir unterstützen auch ein Studium, wenn er das nebenbei machen möchte. Bei der Fröhling-Weihnachtsfeier darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Auf der Bühne matchen sich 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen beim gemeinsamen Dartspiel. Die Kollegen und die ebenso eingeladenen Pensionisten fiebern entsprechend mit. Unter allen Mitarbeitern werden tolle Preise verlost, darunter zwei Wellness-Wochenenden und dem Motto entsprechend der Hauptpreis, eine viertägige London-Reise für zwei Personen. Für uns ist immer ganz was Besonderes, für uns präsentiert sich das Motto wirklich erst am letzten Tag, kurz vor der Eröffnung der ganzen Feier. Wenn die Schotten sich öffnen, werden wir erst eingeweiht in die ganze Thematik und durch das ist das immer ganz ein besonderes Highlight. Wenn sie reinkommen und sagen, oh, man, super, es hat einen immensen Wert und es schweißt zusammen. Feste wie dieses stärken den Zusammenhalt und zeigen das gute Miteinander bei Fröhling. 365 Tage lang bis zur nächsten Weihnachtsfeier, dessen Motto bis zuletzt wiederum geheim bleiben wird. Oberösterreichs größter Tourismusbetrieb und die Kulturhauptstadt Europas 2024 haben kürzlich ihre Partnerschaft offiziell bekannt gegeben. Die Eurothermen betreiben neben Bad Schallerbach und Bad Hall auch das Eurothermenresort Bad Ischl und sind damit mitten in der Region präsent. Als regionalen Betrieb und Arbeitgeber ist es dem Unternehmen wichtig, bei einem international und kulturell so bedeutsamen Event vertreten zu sein. Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre des Christbaummarkts in Kallham bei Familie Sumareda vom 4. Dezember bis 24. Dezember. Entdecken Sie prächtige Christbäume und genießen Sie die Vorfreude auf die kommenden Tage mit weiteren großartigen Ereignissen und festlichen Aktivitäten. Vitalweltgutscheine? Natürlich! Macht Freude! Schenken Sie die ganze Vielfalt der Urlaubsregion Vitalwelt. Einlösbar in mehr als 300 Betrieben. Jetzt online unter vitalwelt.at bestellen. Was? Haut jetzt leicht nicht hin? Gewalt in der Erziehung haut nicht hin. Gesetzlich ist dies seit über 30 Jahren verboten. Es liegt an uns allen, dass auf Kinder und Jugendliche niemand mehr hinhaut. www.hautnichthin.at. Eine Initiative des Kinderschutzlandesrates. Im Vis-à-vis in Neumarkt fand das bereits 35. von Arbeiterkammer und Österreichischer Gewerkschaftsbund veranstaltete Grieskirchner Bezirkssport-Kegelturnier statt. 31 Betriebsmannschaften aus dem Bezirk Grieskirchen nahmen an diesem beliebten Kegelturnier teil,
Die insgesamt 124 Teilnehmer boten ausgezeichnete Leistungen. Bei den Damen siegte die Frauschaft der Firma Eurotherme Bad Schallerbach vor dem Team Gföllner. Den dritten Platz belegte das Damenteam des Reha-Zentrums Erste Bad Schallerbach. Der Bademantel, ein Kleidungsstück, das nicht mehr wegzudenken ist. Im 18. Jahrhundert ein Statussymbol, jetzt ist er unser Held des Bades. Aber nicht nur im Wellnessurlaub oder in der Sauna, sondern mittlerweile als Morgenmantel zum Frühstücken oder wärmender Begleiter vom Fernseher. Welch große Auswahl es an Bademänteln gibt, sehen wir uns bei Betten Amara an. Viele unserer Kunden sind überrascht, was wir für eine große Auswahl an Bademänteln haben. Es gibt welche mit Piqué, es gibt Velour, besonders flauschig, es gibt Frotte, es gibt Mischungen, es gibt Bademäntel mit Schalkragen, sehr modisch, es gibt Bademäntel mit Kapuzen, es gibt Bademäntel mit Taschen, es gibt eine ganz breite Auswahl. Wir haben 4 bis 5 Größen immer auf Lager und von dem her schaue ich den Vergleich auch nicht mehr im Internet. Kommen Sie zu uns, Sie können es probieren, Sie finden gleich den richtigen und müssen nicht 3 von 4 wieder zurückschicken. Zusätzlich ist ein Bademantel ein schönes, wertiges Geschenk für Weihnachten. Es gibt Herrenschnitte, es gibt Damenschnitte und es gibt natürlich auch für Kinder Bademäntel. Betten Amara hat jetzt für alle, die einen Bademantel kaufen, ein kleines Geschenk. Bis Weihnachten bekommt jetzt jeder, der einen Vossen-Bademantel, also eine österreichische Wertarbeit bei uns kauft, ein Handtierchen aus der Calypso-Serie dazu geschenkt. Es braucht ja nicht jeder einen Bademantel, deswegen gibt es auch eine andere Aktion. Wenn Sie 2 Duschtürchen und 5 Handtürchen bei uns nehmen, kriegen Sie auch Handtürchen dazu geschenkt. Sie können sich die Farben frei wählen, Sie können sich selber zusammenstellen und haben dann wirklich ein schönes Geschenk auf Weihnachten. Zeitgleich startet Betten Amara auch wieder die Bettwäsche-Sammelaktion für Bedürftige. Bringen Sie uns Ihre ausgediente Bettwäsche, wir sammeln sie, leiten sie weiter an die Caritas, die sie an wirklich Bedürftige weitergibt. Und als Dankeschön kriegen Sie bis zu 10 Euro, wenn Sie eine neue Bettwäsche bei uns finden. Betten Amara finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Matthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding, Bad Hall und Salzburg. Die österreichischen Christbaumbauern werden mit 2,6 Millionen frischen Bäumen wieder fast 90% des Bedarfs an Christbäumen decken können. Der offizielle Verkaufsbeginn bei den Christbaumbauern am Hof ist üblicherweise Anfang Dezember. Im Verein Oberösterreichische Christbaumbauern kommt es mit Ende dieser Verkaufssaison zu einem Obmannwechsel. Klaus Gschwendner aus Stroheim folgt Ignaz Hofer aus St. Agatha. Erleben Sie täglich ab 11 Uhr die magische Welser Weihnachtswelt noch bis 24. Dezember. Auch das Christkind macht sich wieder im Ledererturm heimelig. Tauchen Sie ein in festliche Atmosphäre, genießen Sie köstliche Leckereien und entdecken Sie neue Figuren und 27 Stationen beim Welser Lichterpfad, der bis 2. Februar stattfindet. Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Weihnachten, die Zeit der Liebe und des Innehaltens. Was gibt es Schöneres als diese Zeit mit Familie, Freunden und auch mit seinen Kunden zu verbringen? So auch beim Tag der offenen Tür der PWS Steuerberatungs GmbH in Grieskirchen. Uns gibt es jetzt seit 2004, beginnend in Linz, dann sind wir nach Leonding übersiedelt und 2012 ist dann der Standort in Grieskirchen eröffnet worden, neben der Bauernkammer. Und seit genau 3 Jahren sind wir da jetzt in Grieskirchen am neuen Standort in der Wengerstraße. Corona-bedingt hat es keine Eröffnungsfeier gegeben und jetzt war die Zeit, wo wir gesagt haben, so jetzt müssen wir wirklich mal was machen. Heute ist der 3. Geburtstag unseres Bürogebäudes, das haben wir als Gelegenheit genützt. Zahlreiche Kunden kamen mit Freude dieser Einladung nach. Man bringt immer nur die Unterlagen ganz kurz, aber in dem Ambiente sich einmal auch gemütlich unterhalten, das gehört zu einer guten Geschäftsbeziehung dann auch dazu. Ich habe mich sehr gefreut, wie die Einladung ergangen ist. Man dann auch gleich einmal die Räumlichkeiten zeigen lassen, war natürlich super klasse. Bei der Errichtung des Gebäudes wurde vorrangig auf den Baustoff Holz gesetzt. Er verleiht dem Gebäude wohlige Wärme und eine angenehme Atmosphäre.
das ist ein eigenes Klima und die Mitarbeiter fühlen sich wohl, wir fühlen uns wohl, die Klienten fühlen sich wohl, also das passt perfekt für uns. Jeder Arbeitgeber ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Gerade deshalb ist ein gutes Arbeitsklima das Um und Auf für ein Unternehmen. Mit den Kollegen kommen wir alle ganz gut zusammen und wir sind ein gutes Team, helfen uns immer gegenseitig und unterstützen uns. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Erstens, das schöne neue Gebäude, Arbeitsklima ist top jetzt vom Arbeitsplatz her, aber natürlich auch für die Kolleginnen. Ich bin der einzige Mann mit dem Chef zusammen. Mir taugt es einfach da, weil es so familiär ist und weil es trotzdem nur kleiner ist. Und es ist einfach voll umfangreich da und ja, in dem neuen Gebäude ist es einfach schön. Es ist einfach ein gutes Arbeiten. Gerade bei Firmenfeiern packen hier alle tatkräftig mit an. Bei Bratwürstel, Glühwein und der einen oder anderen Leckerei werden in gemütlichem Ambiente die zwischenmenschlichen sowie auch die Kundenbeziehungen noch mehr gefestigt. Wirklich eine verlässliche Partnerschaft. Es ist immer wer erreichbar und der Chef, der Günther Wildfellner, hat immer ein offenes Ohr für alle Fragen. Gute Initiative, sagt er auch gerade bei neuen Themen, was ihm nach vorne in die Zukunft gestaltet, ist er sehr, sehr proaktiv. Bin sehr zufrieden, ja. Feiern und dabei Gutes tun mit einer Spende an die Rollenden Engel. Weil die Rollenden Engel einfach als Verein schon länger bekannt sind und wir durch eine Mitarbeiterin auch den Kontakt dazu haben. Da haben wir gesagt, das ist eine gute Gelegenheit. So freiwillige Organisationen gerne unterstützt und da machen wir mit. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird, lesen Sie jetzt. Am Cover Rechtsanwältin Caroline Heupel und Was die Sterne 2024 bringen, das Jahreshoroskop. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. In zwei packenden Begegnungen gegen die beiden Titelanwärter Mannschaften aus Freistadt und Urfahr zeigten die Faustballer der UFG Sparkasse Griskirchen-Pötting vollen Einsatz. Letztendlich mussten sie jedoch beide Spiele mit einer Niederlage beenden. Gegenüber den überlegenen Kontrahenten waren die Trattnachtaler klar die unterlegene Mannschaft. Auf Initiative von Bezirksobmann Stellvertreter Manfred Aschauer, Bernhard Knoll aus Stroheim und Günter Reischl aus Hinzenbach wurde im Bezirk Everding eine neue Seniorenringgruppe aus der Taufe gehoben. Bei der Gründungssitzung wurden Bernhard Knoll zum neuen SR-Obmann und Günter Reischl als Stellvertreter einstimmig gewählt. Wechselbaren Ambiente der Stiftskirche Reichersberg wurde die Veranstaltungsreihe Kultur Stift Reichersberg mit einem Warnhighlight abgeschlossen. Heute zum ersten Advent haben wir ein wunderbares Konzert mit dem Mädchenchor der Regensburger Domspatzen, die ein vorweihnachtliches Programm uns präsentieren werden mit einem großen Chor von 50 Mädchen. Der ist ein relativ neu gegründeter Chor. Den Knabenchor gibt es ja schon seit 1000 Jahren, den Mädchenchor erst seit kurzer Zeit. Aber ich kann versprechen, es wird ein wunderbares Klangerlebnis mit den Mädchenstimmen in der Stiftskirche. Eine gute Stunde für sich, in der man innehalten konnte und dabei von wunderbaren Klängen begleitet wurde. Mir holt es da immer aber, wenn ich reinkomme, egal was für Jahreszeit das ist. Ihr werdet wieder lachen müssen, bei der Einfahrt nach Reichersberg ist der Nebel wieder so ein bisschen reingehängt und das zeichnet Reichersberg und die Gemeinden am Inn ein bisschen aus.
und hat ein bisschen eine Mystik und mir gefällt das immer. Und die Handys gehen nicht da herinnen gescheit, weil die Mauern so dick sind. Also das gehört genauso zum Advent dazu. Ich glaube, dass man sich die Zeit nehmen muss. Und das ist heute so eine Gelegenheit am Nachmittag, auch mit begleitenden Texten und mit dem wunderbaren Chor auf das Wesentliche hinzuhören. Gerade im Trubel unserer Zeit, das ist die stressigste Zeit, auch für uns, das ist eigentlich das Paradoxe, hat man da die Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen, wenn man das möchte, einmal in einer Stunde in der Kirche zu sein und einfach hinzuhören und vielleicht sich über das eine oder andere auch Gedanken zu machen. Wenn wir von Lebenserwartung sprechen, dann machen wir diese für gewöhnlich an der Anzahl der Jahre fest. Doch spüren wir, dass das nicht alles ist. Die Erwartungen, die wir ans Leben stellen, sind doch eher auf die Lebensqualität ausgerichtet und auf die Frage, was macht unser Leben reich? Was gibt unserem Leben Sinn? Die Regensburger Domspatzen bestanden bis September 2022 aus einem reinen Knabenchor. Seit etwas mehr als einem Jahr nimmt das dazugehörige Gymnasium auch Mädchen auf und hat einen zusätzlichen Mädchenchor ins Leben gerufen. Hauptsächlich der Chor des Regensburger Doms sind, haben wir natürlich ein geistliches Programm als Schwerpunkt. Und da das Programm für Oberstimmen, also nur für die hohen Stimmen, die Frauenstimmen, die wir haben. Und da habe ich jetzt geschaut, dass wir ein buntes Programm aus Advent und Weihnachten zusammenstellen mit vielfältigen Stilistiken, damit es abwechslungsreich wird. Das ist, glaube ich, echt meine Schule, weil das einfach gefördert wird mit dem Singen und weil das einfach Spaß macht. Und wie geht's euch? Seid ihr da nervös, wenn ihr da vor dem Publikum steht und die starren euch alle an? Also es geht. Also wir hatten davor ja auch schon ein Konzert. Also wir hatten gerade zwei Konzerte hintereinander. Am Anfang so ein bisschen, aber dann geht's eigentlich. Die Mädchen sind zwischen 10 und 18 Jahren und sind Teil einer langjährigen Tradition. Mein Opa war schon hier bei den Domspatzen, mein Onkel und meine drei Brüder. Und ich habe das von klein auf miterlebt und dann wollte ich auch immer dabei sein. Und jetzt konnte ich es endlich und dann bin ich natürlich sofort gekommen. Und kommt man da selbst in Weihnachtsstimmung, wenn man Weihnachtsstimmung verbreitet? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben für eine Aufnahme haben wir schon im Juli angefangen, Weihnachtslieder aufzunehmen. Da waren wir dann eigentlich schon im Juli direkt wieder in Weihnachtsstimmung. Aber auf jeden Fall kommt man da rein, ja. Und das Publikum? Es war wunderschön. Also so richtige Einstimmung in Advent, die Stimme, der Traum und auch die Fröhlichkeit der Mädels. Es war wunderschön. Es ist was für die Seele. Ja, sowas braucht man in der heiligen Zeit. Entdecken Sie die Landwirtschaftliche Fachschule Otterbach beim Tag der offenen Tür am 15. Dezember von 10 bis 15 Uhr. Erleben Sie informative Führungen und erfahren Sie mehr über unsere praxisnahe Ausbildung. Hier werden all Ihre Sinne angesprochen. Oberösterreich ist Spitzenreiter beim Ausbau erneuerbarer Energien. Platz 1 bei Sonnenenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie.
Im Vorjahr gab es in Oberösterreich einen PV-Zuwachs von einer Fläche von umgerechnet mehr als 200 Fußballfeldern, der Großteil davon auf Dächern. Damit sind wir Spitzenreiter unter allen Bundesländern. Das klare Ziel: Wir wollen die Stromerzeugung aus PV bis 2030 verzehnfachen. Eine Information des Wirtschaftslandesrates. Das wegweisende Bodenkofferprojekt wurde kürzlich mit dem Erdreichpreis 2023 des Klimaschutzministeriums ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte durch die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die das Bodenkofferteam persönlich für seine hervorragenden Leistungen in der Kategorie Bodengesundheit ehrte. Das Team hinter dem erfolgreichen Bodenkofferprojekt besteht aus dem Initiator Bundesrat Ferdinand Tiefnig, dem renommierten Bodenforscher Hermann Pennwieser, dem anerkannten Sachverständigen Norbert Ecker, der Expertin für Boden- und Wasserschutz Elisabeth Smurauer und der Projektleiterin Ulrike Kappacher von Lieder Oberinnviertel Mattigtal. Ja, liebe Zuschauer, ich bin der Pindelbeif, der Gstanzlsänger aus Bayern. Ich freue mich schon auf das große Asbacher Gstanzlsingen vom 11. bis 13. Oktober 2024. Mit dabei die Asbacher Tridoppler, die Tangrindler Musikanten und das Trio Schleudergang. Das gibt der Gaudi. Schaut's vorbei! Das Asbacher Gstanzlsingen 2024 wird Ihnen präsentiert von HT1. Das schaue ich mir an. Herzlich willkommen in der Wohnwelt Meier in Ried im Inkreis. Qualität und Know-how sind uns auch bei der Montage sehr wichtig. Darum werden Ihre Möbel durch unsere eigenen erfahrenen Tischler bei Ihnen aufgestellt und montiert. Seit Oktober können viel Mitarbeitende von den Überkapazitäten der firmeneigenen Photovoltaikanlagen profitieren. Die Liberalisierung des Strommarktes ermöglicht es dem Maschinenbauunternehmen Phil, seine selbst produzierten Stromüberkapazitäten zu günstigen Konditionen den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Die riesigen Photovoltaikanlagen auf den Firmengebäuden in Gurten, Oberösterreich, produzieren jährlich einen Überschuss von rund 285.000 Kilowattstunden. Das entspricht etwa dem Jahresstromverbrauch von 80 Einfamilienhäusern. Grüß euch, ich bin Pföcklinger Anna und ich mache Skripperl, seit die Kinder klein gewesen haben. Anna Vöcklingers Leidenschaft gilt ihrem Kripperl. Begonnen hat alles vor über 30 Jahren mit dieser kleinen Krippe hier. Seither ist Jahr für Jahr immer mehr dazugekommen. Mittlerweile nennt Anna Vöcklinger ein ganzes Krippendorf ihr eigen. Jede Figur und jedes Deko-Element hat sie im Laufe der Jahre mühevoll einzeln zusammengetragen. Was man findet, sind entweder ein Wald, oder ein Stein. Und wenn wir einen Ausflug gemacht haben, haben wir über den Steinhorn da
kann ich jedem sagen, von wo er ist. Die rosaroten Hand von Schaffberg, der ist von unserer Kirche. Das, die haben es weggeschmissen und die haben schon auf einen Wagen gewählt. Und ich habe die gesehen, das sind Duftstein. Und die haben wir mitgenommen, weil die waren sowieso weggeschmissen worden. Und für mich haben die einfach einen Wert. Und da habe ich noch einen, den Roden, dahinter. Der ist von Marienaltar von der Kirche. Und der da und der, die Hand von Mittersil drin. Da ist der Thomas einmal auf Kur gewesen und der hat den Stein gefunden und hat auch einen mitgenommen. Mit dem Aufbau beginnt sie Ende November. Hier ist jeder Handgriff gut durchdacht. Da habe ich sogar angeschaut, lange. Und dann tue ich Wasser rein und dann Steckspann. Den Wild stecke ich dann, wie man denkt, wie ein Geller das, wie die Natur ist. Und wenn das Geschirr gar ist, dann stelle ich wieder was dran. Und, aber ich muss gleich schauen, dass ich einen Strom einbringe. Da sagt man, wie es da ist, die Kirche aufbringe. Da mein Wasser. Da das, weil das kann ich hinten nachher nicht mehr. Und so geht das dahin. Und somit wird das Schönstab fertig. Dann muss ich wieder aufhören, weil ich Füße nicht mehr mein, weil meine Nieren kaputt. Und naja, wenn es wieder geht, dann bin ich wieder weiter. Mit ihren 82 Jahren kein einfaches Unterfangen mehr. Etwa eine Woche benötigt die Theiskirchnerin dafür. Aber es ist mit der Woche nicht da. Weil dann hat es da noch was und da sehe ich auch wieder was, was mir nicht gefällt. Und so, das hat sich bis heute oder früher umgezogen. Jedes Jahr kommen neue Ideen für das Krippendorf dazu. Ihrer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir heuer haben da ein Schaffel. Das ist ewig. Haben das Schaffel liegen gehabt. Und dann haben wir gedacht, dann mache ich ein Schneelein. Und die Häusel dazu, die habe ich aus Pappadick gemacht und habe es angestrichen. Und ein wenig beleucht, ein wenig Heu geschubbt. Und so macht sie das ganze Büro. Und da, das ist nur so ein Bogen, ein Rinden. Und da ziehen da zwei Männer, dann Holz ziehen. Und das ist von Südtirol. Von den letzten Schilling von Geld umwechseln. Da haben wir das nur gekauft. Überall, wo sie hinkam, sah sie wieder etwas Neues. Dann wurde spekuliert und getüftelt, wie auch sie das in ihrem Krippendorf integrieren kann. Da habe ich mal in Zöll an der Bram ein Altersheim. Zwei so Häusel gesehen. Die haben es aber ganz anders. Die haben von Stier, so ein Gewendelte. Ich habe aber das Material nicht und ich habe die Maschinen, die kleinen nicht, wo ich das herschneiden konnte. Und dann haben wir das angeschafft bei meinen Enkelbüren und die haben mir das gemacht. Ein Hofheimat. Das ist das Hofheimat dahinter, wo die Tür aufgeht. Das Wichtigste aber, es muss ein Gesamtbild ergeben. Nur die vielen kleinen Details lassen das Krippendorf leben. Jede Ecke erzählt seine eigene Geschichte. Es muss einen Wert haben.
Und wenn ich was herrichte, dann soll es auch einen Sinn haben. Ich denke mir was, so sagt man zu alles was. Wenn du schaust, da sitzt der Vogel drin, der brüht. Bei dem Häusl da, der ist schon ein wenig verwittert, der ist nur hübsch gelungen. Aber er sitzt da. Gestern hat mir mein Enkel, Tanja, das Zebra heimgebracht von Afrika. Und ich habe nicht gewusst, wo ich es hin tue. Ich habe über Nacht geschlafen und habe bei der Nacht spekuliert, wo stelle ich das hin, dass es einen Sinn hat. Dann, ja, weil überall passt es nicht dazu, es ist ja ein Fremdkörper. Jetzt nachher bin ich da früher gleich, wie ich aufgestanden bin ja. Und dann habe ich so spekuliert, da habe ich raus, der rennt. Und der ist ein Fremdkörper. Und das passt aber dann nicht. Wegen dem galoppiert er. Und es hat wieder einen Sinn. Ob Anna Vöcklinger ihr Krippendorf auch im nächsten Jahr noch einmal aufbauen wird, weiß sie noch nicht. In der Zwischenzeit genießt sie jedenfalls ihr Kunstwerk jede freie Minute. Musikalisch untermalt von den tierischen Besuchern vor ihrem Wintergarten. Eine einzigartige Location direkt am Wasser, ein edles Ambiente mit offenem Kaminfeuer sowie eine ebenso köstliche wie kreative Feinschmecker-Cuisine. Über viele Jahre gehörte das Aquarium des exklusiven Wellness-Ressorts Geinberg Private Spa Villas zu den besten und beliebtesten Gourmet-Adressen im Innviertel. Mit der Umbenennung in Geinberg Restaurant setzt das 4-Sterne-Superior-Spa-Ressort Geinberg nun einen weiteren Meilenstein in Richtung noch mehr Regionalität und Nachhaltigkeit auf höchstem kulinarischem Niveau. Bei der Igler Jahresabschlussfeier in Andorf feierte man die Erfolge der Saison. Bei Landesmeisterschaften durften sich die Athleten über 81 Medaillen freuen, davon 29 Landesmeistertitel. Bei Staatsmeisterschaften über 22 Medaillen, davon 4 in Gold, 9 in Silber und 9 in Bronze. Dass auch die Nachwuchsarbeit der Jüngsten im Vordergrund steht, beweist, dass bei den 5 Speedy-Nachwuchs-Kids-Cups in Oberösterreich 21 Stockerlplätze erreicht werden konnten. Mirafit Innviertel will den Nah- und Frischmarkt in Waldzell durch die Umstellung auf einen Hybridmarkt zukunftsfit machen und in den Gemeinden Pattingham und Schildorn lokale Nahversorgungsstützpunkte einrichten. Für das Projekt, das Nahversorgung und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung verbindet, sucht der Verein für Menschen mit Beeinträchtigung durch ein Crowdfunding-Projekt das Miteinander mit der Bevölkerung und Unternehmen in der Region. Die 3 Innviertler Gemeinden haben ihre Unterstützung bereits zugesichert. Die Weberzeile in Ried freute sich über einen erfolgreichen Adventauftakt. Entsprechend optimistisch blicken die Shops und Gastrobetriebe deshalb auch auf die kommenden Adventwochen. Der kurze Advent lässt in diesem Jahr einen zusätzlichen Einkaufsturbo bis Weihnachten erwarten.